Yo, moinsen, moinsen, popreunsen. Zu Grissegrim Vapes, euer YouTube-Channel, der sich selbst nicht so ernst nimmt. Jo, heute habe ich für euch mal wieder ein Verdampfer-Review. Moment, ich muss kurz mal da. Ah, schon besser. Ich habe heute für euch einen Verdampfer, wie gesagt. Und zwar will ich euch heute den Vaporesso Transformer vorstellen. Hatte ich auch mal in einem vergangenen Video beim Dinner Lady Review, glaube ich, auf meiner Wismac Noisy Cricket. Dachte ich mir, den kann ich euch ja auch mal im Detail vorstellen. Ich gehe gleich runter auf den Tisch, pack das Ding hier aus und zeige euch mal alles im Detail. Jo, willkommen hier auf dem Tisch. Das ist die Verpackung vom Transformer RDA von Vaporesso. Original gehäckselt von meinem netten Hund. Der hat die Verpackung auf dem Couchtisch in die Finger bekommen und schon mal ein bisschen perforiert. Also nicht wundern, die kommt so nicht aus dem Laden. Jo, ich mache einfach mal auf. War natürlich vorher auch schon mal offen, habe das Ding ja schon mal getestet, also nicht wundern. Hier haben wir die Innenschachtel. Das Ganze öffnet man einfach. Und dann hat man hier dieses Schmuckstück. Ich habe das in dieser Farbe Infinity, die ich sehr geil finde. Also so ein Öl-Regenbogen-Farbenverlauf. Ja, was haben wir hier? Wir haben zum einen den Transformer RDA. Ah, komm her. So, das ist das gute Stück. Sehr kompakt, 22 mm. Darren Triptip. Allerdings Custom, das heißt, man kann hier keine eigenen verwenden. Außerdem gibt es noch eine zweite Top Cap, da gehe ich dann gleich noch näher drauf ein. Deshalb schimpft sich das Teil Transformer RDA, weil man eben sowohl ein Postless Deck als auch ein Velocity Style Deck verwenden kann. Genau, hier ist die Airflow immer komplett offen, da kann man nichts einstellen. Man kann hier den Deckel nochmal abmachen, die Top Cap. Hier ähnlich, man kann auch das Triptip entfernen, wie gesagt, aber halt eben kein anderes drauf machen als das. Beziehungsweise man kann das hier nehmen und auch hier, ja gut, da muss man ja noch diesen Ring entfernen. Hier kann man die Airflow einstellen bei diesem kleineren Teil. Also durch Drehen entsprechend schließen oder öffnen. Diese Kappe kann man auch entfernen. Probiere ich jetzt gerade mal. So. Ah. Genau, dann haben wir hier das gute Stück, das ist quasi das Deck. Hier Postless, so wird es ausgeliefert. Hier einen vergoldenen 510er Anschluss, den man auch einstellen kann. Also das Teil ist auf jeden Fall geeignet für ungeregelte Mods. Man kann jetzt hier variieren, man kann diese kurze Hülle nehmen und mit dieser Topcap versehen. Man kann natürlich auch hier das Teil mit dem längeren Hülle benutzen. Allerdings macht natürlich dann die Airflow-Einstellung keinen Sinn mehr. Aber da kann man ein bisschen spielen, was einem auch vielleicht besser gefällt. Außerdem, also hier die beiden Teile sind quasi dafür vorgesehen, der kleine für die Postless-Geschichte, weil eben auch die Coils dann weiter unten sitzen, sodass die Airflow möglichst an den Coils sitzt. Hier dieses Teil ist eher gedacht für das Velocity-Deck, weil dadurch auch die Coils höher kommen und das passt dann recht gut hier auch mit der Airflow. Man kann natürlich auch die Coils hier im Postless direkt einbauen, aber ein bisschen höher lassen, dann könnte man auch dieses Teil natürlich dafür benutzen. Das ist jedem selbst überlassen. Jo, ich mache das mal wieder hier rein. Fupp. Was haben wir noch? Mikroschraubenzieher, Sechskant. Hier drunter gibt es Ersatzteile. Hier finde ich, ist das Teil recht gut ausgestattet. Man hat Ersatzdichtungen, man hat hier zwei Coils drin, die recht qualitativ hochwertig sind. Das sind Fuse Clapton Coils, also die hier sind die mitgeliefert wurden. Ich habe die hier schon in das Velocity Deck
eingebaut und auch mal drin gelassen. Ja, ansonsten gibt es hier einen Ersatz 15er Anschluss. Wir haben Ersatz Madenschrauben. Und außerdem haben wir noch so kleine Verschlussschrauben. Da erkläre ich gleich noch, was die für einen Sinn haben. Man sieht die hier. Das sind diese kleinen Verschlussschrauben. Die kommen. Sorry, ich bin heute ein bisschen verschnupft. Mich hat es auch mit der Grippe ein bisschen erwischt. Man sieht hier diese vier Postlöcher. Hier kann man entweder direkt eine Coil einbauen. Man sieht hier den Versatz, also Plus- und Minuspol. Das heißt, immer ein Ende hier, ein Ende dort. Und dann macht man, wenn man jetzt eine Single-Coil-Lösung macht oder wenn man das Velocity-Style-Deck einbaut, dann verschließt man die Löcher, die man nicht braucht. So ist das gedacht. Hier unten sieht man die Arretierungsschrauben. Damit kann man die Coil beim Postless-Design und oder wenn man das Velocity-Deck einbaut, das eben festschrauben. Genau. Ich habe hier für mich mal keine besonders schöne Coil, aber eine meiner ersten, die ich selber gewickelt habe. Die habe ich hier Postless verwendet im Single-Coil-Betrieb. Die werde ich jetzt hier auch mal zur Ansicht einbauen. Das heißt, ich schraube hier einfach die Schrauben locker. Und dann setze ich die hier einfach von Plus nach Minus ein. Mal gucken, in welchen Löchern ich die hatte, damit sie auch wieder sauber sitzt. Ein bisschen öffnen. Genau, und dann würde das eben einfach hier so aussehen. Mal gucken, ob das vielleicht so besser sitzt. Ja, kommt ungefähr das gleiche raus. Vorher würde ich natürlich, wenn ich das jetzt so einbauen würde, würde ich in die Löcher, die ich nicht verwende, diese Verschlussschrauben einsetzen. Das heißt, die kommen dann hier einfach rein. Man schraubt sie fest. Schraubt entsprechend unten die Verschlussschrauben auch fest, damit die nicht irgendwie rausfallen. Würde man die Coil einsetzen. Entsprechend. Und dann würde man hier, so ist es zumindest vorgesehen, die kurze Cap nehmen und draufsetzen. Und dann sieht man hier, dass ungefähr, das passt eigentlich ganz gut, habe ich da eben so entsprechend abgeschnitten, dass die Coil recht passend an den Airflow-Öffnungen sitzt. Dann kann man natürlich entweder diese Top Cap nehmen oder die Darin Top Cap und das entsprechend dampfen. Hier gibt es ein Problem und zwar, wie ihr seht, ist das Teil recht kurz. Wenn man jetzt hier so eine dicke Coil da auch drin hat, entsprechend entsteht da schon Hitze und man zieht eigentlich den heißen Dampf direkt rein. Das heißt, es wird einfach warm. Also das Teil selber wird ziemlich warm, der Dampf ist warm, was für mich ein Problem war, weshalb ich diese Kombi auch dann letzten Endes ausgetauscht habe gegen die Velocity Style Kombi, weil da einfach die Hitzeentwicklung nicht so stark ist, muss ich sagen. Also mir hat es dann im Endeffekt klassisch mit dem Velocity Deck besser gefallen, muss ich einfach sagen. Man kann hier ein bisschen rumspielen, man kann natürlich auch das hier, wie gesagt, Dual Coil wickeln. Da muss man einfach für sich die beste Lösung finden, muss ich sagen. Man hat viele Möglichkeiten, dadurch aber kann man eben auch Dinge falsch machen oder nicht optimal einbauen und hat dann eben, wie gesagt, entweder Probleme mit Hitze oder mit Spritzen. Ja, da muss man, wie gesagt, ein bisschen spielen. Aber ich finde es trotzdem cool, weil man ist halt sehr flexibel. So, hier ist dieses Velocity-Teil. Die Teile sind natürlich einzeln normalerweise. Die setzt man dann entsprechend ein und baut einfach die Coils ein. Das sind die Coils, die mitgeliefert wurden. Qualitativ finde ich die ziemlich gut, also auf jeden Fall besser als viele andere Stock-Coils, sage ich mal, die so bei Verdampfer mitgeliefert werden. Die Velocity-Posts steckt man dann hier einfach rein. Darauf zu achten, plus minus halt entsprechend in die eine Seite setzen. Kann man hier aber eigentlich auch nicht falsch machen. So würde das Velocity-Deck gar nicht richtig sitzen. Festschrauben. Dann haben wir das Ganze im Velocity-Style. Hier ist natürlich klar, hier passt dann auch die kurze Cap gar nicht mehr. Die ist einfach dann zu kurz. Die ist auch dafür, wie gesagt, nicht gedacht.
Dann müssen wir dann die große nehmen. Hier können wir eben auch die Airflow nicht einstellen, was mich jetzt nicht stört, weil ich die Airflow eigentlich meistens eh ganz offen habe. Und dann ziehen wir die hier drauf und sollten natürlich darauf achten, dass dann die Löcher auch entsprechend an den Coils sitzen. Und natürlich sollte man auch darauf achten, wenn man hier die Coils einbaut, dass sie eben in der Höhe sitzen, sodass die Airflow möglichst erreicht wird. Das ist eigentlich so meine Lieblingskombi bisher gewesen. Auch mit dieser Metall-Top-Cap. Ich finde die einfach geil. Das sieht halt eben auch sehr nice aus, wenn man das hier so hat. Einfach wie aus einem Guss. Ziemlich coole Geschichte. Ja, bevor ich jetzt noch weiter drauf eingehe, zeige ich noch schnell, was wir hier drin haben. Wir haben zum einen so ein kleines Briefchen. Hier ist die Anleitung drin, die allerdings recht, ja, spartanisch ist in mehreren Sprachen. Hier haben wir auf Deutsch kleine Erklärung, wie das Teil funktioniert, Paketinhalt, was alles dabei ist und noch so ein bisschen sehr schlecht, wie gewohnt sehr schlecht übersetzten Text. Ich nehme an, dass die Chinesen hier halt irgendein Übersetzungsprogramm nehmen und das einfach da reinhauen. Ja, also nicht wirklich der Rede wert. Haben wir noch Garantiekarte mit Scratchcode. Und hier haben wir noch Warnhinweise, wie man sie kennt bei diesen Geräten. Genau, das ist soweit der Verpackungsinhalt. Also out of the box gut ausgestattet das Teil. Geht auch schlechter, finde ich gut. Ich werde jetzt mal Watte reinpacken. Und dann dampfen wir das Teil mal. Jo, willkommen zurück hier oben. Ich habe hier den Transformer RDA fertig gewickelt. Ich habe ihn auf meine EWG-VT Minima gepackt. Bisschen schwach eigentlich für das Teil, nachdem hier der Widerstand auf 0,14 Ohm geht. Jetzt hier volle Pulle mit 75 Watt und zieh mal. Ja, passiert jetzt nicht allzu viel. Ich kann da gerade mal hier wechseln. Und gehe mal ein bisschen höher. Ich gehe mal jetzt auf 100 Watt. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja, geht schon ein bisschen mehr. Also geschmacklich ist das Teil top, finde ich. Kann man nicht meckern. Ich habe jetzt nur tatsächlich einen Fehler gemacht. Ich habe ein neues Liquid angemischt. Und zwar von T-Choose. Kennen wahrscheinlich die meisten das Red Esther. Ich habe mal hier ein anderes ausprobiert, und zwar das High Voltage Aroma. Das soll nach Menthol und Kirsche schmecken. Schmeckt tatsächlich eher so ein bisschen wie Klebstoff mit ein bisschen Süßungsmittel. Also ist absolut nicht mein Fall. Nee, also geht gar nicht. Muss ich leider sagen. Aber ich hatte den ja schon mit anderen Liquids, mit dem Milkman, Klassik und Dinner Lady hatte ich da drin, das Lemon Tart, also geschmacklich wirklich top das Teil. Auch hier hat man ein bisschen das Problem mit der langen Cap, dass es bei hohen Leistungen recht warm wird.
Ziel bei 100 Watt. Geht das Ganze noch? Ah, nee, jetzt noch ein paar Mal ziehen würde. Ja. Da merkt man schon, dass es warm wird. Auch wenn man hier das Teil anfasst, ist aus Metall, dann merkt man direkt die Wärme. Aber so um die 100 Watt ist das eigentlich wunderbar. Also aus meiner Sicht ein cooles Teil. Ich mag ja persönlich die 22 mm Verdampfer, einfach weil sie ein bisschen kompakter und kleiner sind. Sehr variabel, also man kann viel damit spielen. Dadurch aber auch nicht für Wickelanfänger, würde ich jetzt nicht für Wickelanfänger empfehlen. Ist, denke ich, auch nicht die Zielgruppe für das Teil. Ja, also wer Bock hat auf einen sehr flexiblen RDA, dem kann ich das Teil empfehlen. Contra, wie gesagt, Hitzeentwicklung, vor allem bei der kleinen, schmalen Cap. Das war's von mir soweit. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder zumindest ein Like anhakt. Gerne könnt ihr mir auch so ein paar Kommentare hinterlassen, was ihr über den Vaporesso Transformer denkt. Vielleicht habt ihr mir auch noch einen Tipp irgendwie. Würde ich mich freuen. Ansonsten sage ich ciao und keep on vaping.